this crusade is going to take a while. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Abend des 16. Juli 2018, einem Montag, habe ich mich eingefunden, um den zweiten Teil zu lesen des ersten Kapitels des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das mir Bruder Viktor übersetzt hat, zumindest die ersten drei Kapitel, da ist er soweit schon fertig. Wir haben heute das zweite schon teilweise Probe gelesen und wir sind im ersten Kapitel hängen geblieben. Merkwürdigerweise habe ich im Englischen halt nur 35 Minuten gebraucht, um das erste Kapitel einzulesen und im Deutschen letztens mal, gestern hatten wir glaube ich 76 Minuten in total und machen heute erst in der Hälfte des Dokuments weiter. Aber so ist das eben, manchmal gibt es ein bisschen mehr zu erzählen und ich denke nicht, dass sich jemand, der sich das angeschaut hat, von vorne bis hinten irgendwie gelangweilt hat. Nun, auch heute ist Viktor wieder mein Gast, um bei der Lesung aktiv teilzunehmen. Das heißt, in den Momenten, wo er irgendwelche Bemerkungen oder Fragen hat, wird er da hoffentlich zwischenfunken und was sagen oder fragen. Und ansonsten möchte ich ihn erstmal herzlich willkommen heißen, heute über Skype bei mir hier zu sein. Viktor, schönen guten Abend oder moin moin, wie wir ja sagen, wie wir beide sagen. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis jetzt und bist fit für die Lesung. Herzlich willkommen. Da hat er wohl sein Mikro ausgeschaltet oder hört mich nicht. Ah ja, jetzt, moin moin, jetzt läuft's. Moin an alle Zuseher und Zuschauer und vielen Dank, dass ich wieder an deiner Lesung mit teilnehmen darf. Und sicherlich, wenn mir entweder Kommentare oder ich Bemerkungen habe, werde ich das dann mit einfügen. Und ja, war soweit heute ein schöner sonniger Tag und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil jetzt des ersten Kapitels. Und ja, soweit von mir erstmal. Gut, dann werden wir mal sehen, wie die Lesung jetzt weitergeht. Werden wir erstmal hier die Bilder ein bisschen kleiner machen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Und dann das PDF damit beinehmen, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Ich hatte letztes Mal auch, wie ihr wisst, den Teil vorbereitet, hier abzuspielen. Das ist im Grunde, was jetzt hier auf der Seite läuft. Das ist das Video der englischen Lesung. Wie gesagt, damals 35 Minuten fürs ganze erste Kapitel. Und ich dachte, ich lasse den Film mal so nebenbei laufen. Wenn wir nebenbei irgendwelche Bilder anschauen müssen, dann werde ich das stoppen. Ansonsten läuft das hier zwischendurch. Die Bilder sind natürlich nicht synchron mit dem, was wir heute sagen, weil wir fangen ja natürlich nicht wieder hier von vorne an, wo ihr jetzt gerade die erste Seite seht. Und dann hier seht ihr hier das Inhaltsverzeichnis mit den verschiedenen 12 Kapiteln, worum es alles geht. Das ist das, was wir jetzt gestern gelesen hatten, hier der Teil hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und wir müssen weiterfahren auf Seite 5 in dem PDF, und zwar hier auf diesem Absatz, um ihre Ziele zu erreichen. Wir hatten gestern aufgehört zu lesen mit diesem Absatz, den ich noch eben mal wieder lesen werde. Das ist also der erste Absatz nach dem Zitat auf Seite 5 in diesem PDF, wo der Autor sagt, es sei an uns, die Aufrichtigkeit der Jesuiten und ihre Anhänger anzuzweifeln, im Glauben, dass die Kontrolle der Welt durch die katholische Kirche die einzige Lösung für die Verfehlungen der Menschheit darstellt. Da hatte ich gestern schon drauf kommentiert, das Einzige, was mir da eben noch zu einfällt, ist zu sagen, die römisch-katholische Kirche will das Königreich Gottes auf dieser Erde errichten. Jesus Christus hat damals deutlich gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und von daher sehen wir, dass natürlich die römisch-katholische Kirche eine satanische Kirche ist, weil der Satan, der Teufel, der hat die Erde bekommen. Das wissen wir, er wurde aus dem Himmel herausgeschmissen mit seinen Engeln, mit den gefallenen Engeln wegen seiner Rebellion. Er hat die Erde bekommen, um hier seine Arbeit zu verrichten, weil Gott kennt die Seinen und die Seinen werden zu Gott halten und nicht zu Satan und all die anderen halten eben zu Satan. Und die römisch-katholische Kirche meint also, dass durch sie nur Errettung möglich ist und deswegen der Satz hier, dass die Kontrolle der Welt, na, das ist ja auch etwas, was wir heute in 2018 ständig mitmachen, die Kontrolle, die wir überall haben, nicht nur das, was wir im Netz machen, sondern auch die Leute, die Smartphones besitzen, werden jede Sekunde des Tages kontrolliert, jede E-Mail, jeder Blick, den sie machen, wird kontrolliert und aufgezeichnet von den meisten. Wir haben hier in Belgien so viele Kameras, überall hier kann man auch schon nicht mehr
sich frei bewegen, ohne irgendwie kontrolliert zu sein. Und eben diese Kontrolle der Welt ist eine typisch satanische Aktion, weil Gott lässt uns die Freiheit, weil schließlich gibt er uns Gebote, wie wir uns zu verhalten haben. Und da wir ihn lieben, halten wir die Gebote und ist auch keine Kontrolle in dem Sinne wie von Satan her nötig. Ihre Weltanschauung, sagt der Autor weiterhin, wird überall begrüßt, also es geht hier um die Weltanschauung der Jesuiten. Und sie können ihre Lehren einfach in den Vereinigten Staaten und nicht nur dort, sondern weltweit im Augenblick propagieren und ihre Aktivitäten zu diesem Zweck durchführen. In gewöhnlicher Manier führen sie ihre Planungen aus. Dennoch sollte es für alle beunruhigend sein, die danach streben, die demokratische Ideologie und die Prinzipien von Freiheit und Toleranz in Ehren zu halten in diesem Land, also in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun, die Prinzipien von Freiheit und Toleranz sind in Amerika auch nur Prinzipien, die Menschen gegeben sind. Da müssen wir uns eben nochmal deutlich drüber werden. Wenn ihr meine Lesung von Herrscher des Bösen verfolgt habt oder selber das Buch Rulers of Evil von Tapper Saucy kennt, dann wisst ihr, dass die Jesuiten von Anfang an, und sicher wenn man das Buch The Ark and the Dove liest, ja, die Arche und die Taube von Jamos Ives, dann weiß man, dass die Jesuiten von Anfang an bei der Gründung der Vereinigten Staaten involviert waren und dass die ganze Verfassung der Vereinigten Staaten, obwohl da drauf steht, wie zum Beispiel im Kongress In God We Trust oder auf ihrem Dollarschein steht da noch drauf In God We Trust, also in Gott vertrauen wir, die Bibel wird nirgendwo in der Verfassung der Vereinigten Staaten erwähnt. Die 10 Gebote von Gott werden niemals erwähnt. Aber solche Sätze wie nach dem Motto, alle Menschen sind gleich und so weiter, das kommt ja auch von den humanitären Gesetzen her, ja, das steht da wohl drin. Und die Prinzipien von Freiheit und Toleranz, die in Amerika gegeben sind, diese Ideologie, ist auch eine menschengemachte Theologie und eben nicht die Theologie der Bibel, deswegen mein Kommentar hier, man muss die Bibel als oberstes Prinzip in Ehren halten. Dass die Bibel gibt die obersten Prinzipien für Freiheit und Toleranz an. Ja, Toleranz ist ein ganz gefährliches Wort, da müssen wir mal ganz eben, da müssen wir ganz deutlich drüber sein. Ich hoffe, dass jeder von euch das auch versteht. Die Prinzipien von Freiheit, im Grunde ist nach Gottes Gesetz jeder frei zu tun, was er will, solange er das Gesetz nicht übertritt und damit in Sünde übergeht und solange er respektiert, dass er seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Und das sind Prinzipien von Freiheit und Toleranz, mit denen der Mensch an sich nichts anfangen kann. Und deswegen muss er die Gesetze Gottes immer ändern. So, hier, das mache ich jetzt eben weg. Hier wollen wir dann jetzt weiterlesen in diesem Absatz. Und der Autor sagt hier, um ihre Ziele zu erreichen, richten sie all ihre Energien, wie Nazi-Faschisten das eben so machen, gegen zwei Mächte, die sie als feindlich betrachten. Nämlich das Judentum und Freimaurerei. Nun mit der Freimaurerei, das ist nur ein Scheinkampf. Das mit dem Judentum, das ist ein wirklicher Kampf, weil die römisch-katholische Kirche betrachtet das Judentum als ihren Feind und zwar seit vor der Existenz von Jesus Christus. Die Juden wurden immer von den Römern verfolgt und zwar vor Jesus Christus auf die Erde kam und nachdem er auf der Erde gewesen war. Das hat eine ganz lange Geschichte. Und Adolf Hitler hat ja auch selbst mal gesagt, ich tue ja nur, was die römisch-katholische Kirche seit über 1500 Jahren macht, nur mache ich es mit mehr Erfolg. Tja, wenn wir über die Judenverfolgung sprechen. Die Freimaurerei, das ist für diejenigen, die meine Lesung bis jetzt noch nicht so verfolgt haben, die sollten wissen, die Freimaurerei ist im Grunde nur ein anderer Arm der Jesuiten. Das ist der protestantische Arm der Jesuiten. Ja, die Jesuiten sind einerseits das Schwert der römisch-katholischen Kirche auf der römisch-katholischen Seite. Das ist die Waffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie die Freimaurerei und damit sind sie im Grunde für die Protestanten, weil die Freimaurerei öffnet sich vor allen Dingen Protestanten. Deswegen war sie auch in Preußen so hoch vergriffen. Sehen wir hier gerade das Bild von Friedrich II., der damals die Jesuiten beherbergt hat in der Zeit, wo sie verboten wurden. Ja? Und hier, wenn der Autor das also sagt, um ihre Ziele zu erreichen, richten sie all ihre Energien, wie Nazi-Faschisten das machen, gegen die zwei Mächte, die sie als feindlich betrachten, Judentum und Freimaurerei, da dürfen wir bitte den wahren Protestantismus nicht vergessen. Protestanten. Weil wir sprechen hier von den Jesuiten. Und die Jesuiten sind nur gegründet worden oder mit dem Hauptgrund gegründet worden, um dafür zu sorgen, um den Protestantismus von der Erde zu vertilgen.
also muss man diese Feinde des Jesuitentums hier mit bei betrachten. Seit Gründung hat der Jesuitenorden mit allen Mitteln gegen diese eben drei gekämpft, ja, drei, wie ihr in meiner Note seht, weil sie die Oberverfechter für Toleranz und Freiheit für alle sind. Und zwar Freiheit in der römisch-katholischen Definition. Und diese Freiheit ist bekanntermaßen, dass der Katholizismus überall als regierende Form anerkannt wird und die ungehinderte Ausübung desselben, also des römischen Katholizismus, sichergestellt ist. Freiheit für einen römischen Katholiken ist lediglich die Freiheit, um seine abergläubische und idolatorische Religion ausüben zu können. Das ist Freiheit für römische Katholiken, hat nichts zu tun mit Freiheit im biblischen Sinne. Durch die skrupellose Beseitigung von Juden und Freimaurern in vielen Ländern Europas hat der Nazifaschismus bloß erreicht, was die Jesuiten angezettelt und worauf sie über viele Jahrhunderte hingewirkt haben. Erinnert ihr euch daran, dass Freimaurerei der protestantische Flügel der Jesuiten ist, wie ich gerade vorher schon kurz erklärt hatte? Einerseits opportunieren sie selbst, andererseits führen sie an. Wahre Durchsetzung des Jesuitenschwurs, nichts weiter, ja, dass man eben immer beide Seiten kontrolliert. Sie kontrollieren immer beide Seiten, deshalb sind sie zu 100% an der Macht, wo auch immer. Es existiert keine Opposition, außer dem wahren Körper Christi, der wahren Kirche Gottes auf dieser Erde, die sie bekämpfen. In Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Spanien, Belgien und Italien haben die Jesuiten viele Jahre bevor Mussolini und Hitler den Kampf gegen Juden und Freimaurer angeführt. In jenen Ländern war es ein katholischer Priester, Prototypen von Vater Coughlin. Ja? Und Vater Coughlin, da gibt es hier einen Wikipedia-Artikel drüber, den man lesen sollte, aber ich habe über Vater Coughlin auch im zweiten Kapitel dieses Buches noch einen kleinen Artikel geschrieben, deswegen gehe ich da jetzt nicht zu viel drauf ein, aber wer über Vater Coughlin lernen möchte, der schaue sich bitte nochmal meine Lesung an, die verborgene Geschichte der Jesuiten, da habe ich über Vater Coughlin mehr berichtet und da ist auch im zweiten Kapitel, was ja hiernach noch kommt, auch ein Zitat drin, da gehe ich dann mehr drauf ein, das lasse ich jetzt hier mal eben so unkommentiert mehr oder weniger stehen. Übrigens war dieser Vater Coughlin auch ein Jesuit, ja? Also, in jenen Ländern, die wir oben aufgezählt hatten, war es ein katholischer Priester, jeweils ein Prototyp des Vater Coughlin, der die Speerspitze von faschistischen Angriffen auf Juden und Freimaurer gleichermaßen war. In Frankreich tat es Jesuitenvater Dulac mit seiner Ligue Nationale Antisémitique de France. In Deutschland waren es die Jesuitenvater Obermanns, Muckermann, Loffler und Pachtler. In Ungarn war es zwischen Anführungszeichen Vater Adalbert Banga und Vater Bresciana in Italien. Alle arbeiteten unter dem Banner des positiven Christentums und hinter der christlichen Fassade, um gegen Judentum und Freimaurerei zu kämpfen, damit Millionen von Nichtkatholiken nichtsahnend ihrem Zweck dienen. Was ist das positive Christentum? Damit ist natürlich der römische Katholizismus gemeint. Sie alle verkündeten einen Kreuzzug für die christliche Reformation der Staaten und der Welt. Ihr erinnert euch daran, am Anfang dieses Videos, in der Einleitung, in dem Intro-Video zum Ende, läuft ein kleines Zitat von ein paar Sekunden von George W. Bush vom 16. September 2001. This crusade is gonna take a long time. Dieser Kreuzzug wird eine Weile dauern. Sie alle verkündeten einen Kreuzzug für die christliche Reformation der Staaten der Welt, für die katholische Reformation der Staaten und der Welt. All die gerade aufgezählten, zwischen Anführungszeichen, Väter, Overmanns, Muckermann, Loffler, Pachtler, Banga, Bresciana, na, alle die unter dem Banner des Katholizismus, des positiven Katholizismus und hinter der christlichen Fassade, weil das ist die Fassade, hinter der der Katholizismus sich versteckt, der Fassade des Christentums, um gegen Judentum und Freimaurerei zu kämpfen, damit Millionen von Nichtkatholiken nichtsahnend ihrem Zweck dienen. Diese Nichtkatholiken
Die sind es, die organisiert sind in der Freimaurerei, wo wir gerade eben das Bild gesehen hatten von dem Freimaurersymbol im Film, im ersten Teil. Die Jesuiten kontrollieren die Katholiken durch die römisch-katholische Kirche und die Nicht-Katholiken durch das Freimaurertum. Und das Freimaurertum ist an der Spitze eben auch von Jesuiten kontrolliert. Und deswegen kontrollieren sie immer beide Seiten. Das ist ganz wichtig zum Verständnis. Sie alle verkündeten einen Kreuzzug für die christliche Reformation der Staaten und der Welt. Vater Overmans sagte, dass, Zitat, der Stein des moralisch-positiven christlichen Gesetzes die beste Grundlage für die Gründung von Organisationen ist, geeignet, um Mitglieder aller christlichen Religionen zu vereinen. Da gehen wir hier mal kurz in eine Fußnote rein. Für die Jesuiten, christlich ist ein Synonym für römisch-katholisch. Das war also damals dem Autor Leo Herbert Lehman auch schon bekannt, sonst hätte er hier die Fußnote nicht reingemacht. Und ich habe sie farblich deutlich angestrichen, um deutlich zu machen, für die Jesuiten ist christlich ein Synonym für römisch-katholisch. Aber auch für die Katholiken ist das ein Synonym davor. Hier seht ihr gerade den Monsignor Charles Edward Coughlin, Jesuitenvater, der diese Zeitschrift in den Vereinigten Staaten rausgebracht hat, die von Goebbels unter anderem finanziert war. Aber da kommen wir dann später nochmal zu. Aber hier seht ihr gerade ein Bild von ihm. Vater Hugger, SJ. SJ steht immer für Societat Jesus, ja, also die Society of Jesus oder die Gesellschaft Jesu, die Jesuiten also. Vater Hugger, ein Jesuit, kurz nach Gründung der Deutschen Republik, schrieb in Stimmen der Zeit, Juni 1919, und da gibt es hier einen Link von, den ich damit zutun werde, aus dem historischen Lexikon Bayerns, da kann man das nochmal nachlesen, über Stimmen der Zeit, es hieß auch die Stimmen von Maria Lach, das ist auch so eine ähnliche Zeitung. Hier hat Vater Hugger damals geschrieben, Zitat, wir blicken auf einen verfallenen Staat von Skandalen. Wieder einmal muss die Arbeit der Restauration von der Jugend verrichtet werden. Wird die Glaubensgemeinschaft von Maria, deutlich, dass er hier von Katholiken spricht, nicht zum dritten Mal vorangehen als das Instrument der Reorganisation auserkoren durch die göttliche Vorsehung? Ende Zitat. Hitler identifizierte seine nationalsozialistische Partei mit positivem Christentum, also mit Katholizismus. In seinem Buch Mein Kampf gibt er an, dass in seinem Antisemitismus und Hass auf die Freimaurerei von der katholischen Sozialistenpartei von Lüger aufnahm, damals Bürgermeister von Wien, als er, Hitler, dort war, als junger Mann in Wien. Da hat er übrigens auch Stalin kennengelernt, kann man in anderen historischen Büchern nachlesen. Durch die Bekämpfung der Juden, sagt er, unterstütze ich die Arbeit des Herrn. Na, was ist das denn für eine Bibelauslegung? Da müssen wir doch mal eben bei stillstehen. Wenn Adolf Hitler hier so ein Zitat bringt, ja, durch die Bekämpfung der Juden, sagt er, unterstütze ich die Arbeit des Herrn. Da will ich doch mal eben gerne ein Bibelzitat anholen, mit dem ich genau das ganz einfach widerlegen kann, ja. Gehen wir hier mal eben in die Schlachterbibel 2000. Kleinen Moment, das dauert eben, bis der Server hier das öffnet. Dann gehen wir auf die Schlachter 2000 Bibel. Wir gehen in das Buch der Römer. So, und dann gehen wir in Kapitel 11. Und in Römer Kapitel 11 lesen wir in Vers 11. Ich streiche das hier mal an, dass ihr das seht. 10, 11. Paulus spricht hier, ich frage nun, sind sie, da spricht er von den Juden, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall, also durch den Fall der Juden, wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Die Juden kannten nicht die Zeit ihrer Visitation, ihres Besuchens von Jesus Christus, als er auf die Erde kam. Und eben deswegen haben sie ihn abgewiesen. Und Paulus sagt, sind sie denn nun gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Ja, straucheln ist eine Sache, auf die Schnauze fallen ist eine andere. Nein, das sei ferne, sagt er. Aber durch ihren Fall oder ihr Straucheln wurde das Heil den Heiden zuteil. Weil die Juden Jesus Christus abgewiesen haben, haben die Heiden überhaupt das Evangelium erst bekommen.
Und warum haben die Heiden, also wir, das Evangelium bekommen? Um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Zu welcher Eifersucht? Naja, zur Eifersucht der Erlösung natürlich. Zur Eifersucht dessen, dass wir die Erlösung durch Jesus Christus angenommen haben, der einzige Weg der Erlösung ist. Nicht die römisch-katholische Kirche, die sagt in dem Zitat, wie ich gestern bereits sagte, von Papst Boniface VIII. In 1302, der in seiner Bulle Unam Sanctam behauptet, es ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur absolut notwendig, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein, sondern Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die beiden Aussagen stehen absolut konträr gegenüber, 180 Grad gegenüber. Und in Römer 11, Kapitel 11, Vers 11, lesen wir hier ganz deutlich, dass Paulus sagt, dass durch ihren Fall das Heil den Heiden zuteil wurde, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Warum Eifersucht und nicht Neid? Ja, weil diese Erlösung eigentlich den Juden gehört und wir haben es den Juden zwar nicht weggenommen, aber wir haben es geschenkt bekommen. Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk. Das ist eben auch die Lehre von Martin Luther und eben eine andere Lehre als die der römisch-katholischen Kirche. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb wir überhaupt eine Reformation vor so vielen Jahren hatten, vor 500 Jahren heutzutage. Das ist einer der Hauptgründe. Wir müssen, wenn wir gerettet sind, dafür sorgen, dass wir die Juden damit zur Eifersucht reizen, dass sie eben auch zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus Christus ihr Messias war und ihr Messias ist und immer ihr Messias sein wird. Es gibt für die Juden keine andere Erlösung als für die Heiden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, auf den man in den Himmel oder durch den man in den Himmel kommen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Wieder einmal, jetzt gehe ich im Grunde schon wieder viel zu weit weg. Aber das ist wieder mal ein Grund, wo man den Beweis dafür hat, dass eben dieser Staat von Israel, wie er heute da ist, völlig überflüssig ist. Weil wenn der Staat von Israel, so wie er da heute ist, mit den Juden, die sie da im Grunde in ein riesiges KZ stecken, wenn der biblisch wäre, dann wäre Jesus Christus doch ein Lügner. Dann ist ja die Erlösungsgeschichte von Jesus Christus Quatsch. Dann hat er uns ja die Hucke voll gelogen. Dann ist es ja nicht nur, wie auf anderer Stelle in der Bibel heißt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Dann gibt es ja nicht nur diesen einen Weg. Dann ist nicht nur Jesus Christus das Tor, die Tür und der schmale Pfad. Dann ist das ja auch noch ein anderer Weg. Weshalb soll es denn sonst bitte schon den Staat Israel da geben? In dem übrigens kein einziger Jude lebt, der tatsächlich sich auch an die Gesetze hält. Selbst nicht an die Gesetze des Alten Testaments, ja, des Tentaeuk oder wie das auch heißt, die ersten fünf Bücher Mose, nach denen die meisten Juden ja noch leben, weil sie den Rest ablehnen. Ja? Es gibt keine zwei Erlösungswege, es gibt nur einen Weg, hat Jesus Christus ganz deutlich gesagt. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen in dieser Sache hier. Ja? Hitler identifizierte seine Partei mit dem positiven Christentum, das eben Katholizismus ist. Durch die Bekämpfung der Juden, sagt er, unterstütze ich die Arbeiterherren. Hier sagt Hitler genau das Gegenteil von dem, was Paulus im Römerbrief 11, Kapitel 11 sagt. Dann frage ich euch doch mal ganz frank und frei auf den Mann ab, wem glaubt ihr mehr? Adolf Hitler oder dem Apostel Paulus? Ich kenne meine Antwort. Und ich denke, dass ich auch die von Viktor kenne. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das Eis ist am Schmelzen, auf jeden Fall. Also definitiv, also schön, wie du das jetzt nochmal auch ein bisschen weit auch natürlich jetzt da nochmal einen Bogen drum gespannt hast, ist natürlich auch die, dass man sieht, wie man ja im Grunde auch bei der letzten Lesung schon erwähnt, so kurz, diese Errichtung eines Gottesstaates, richtig, ne? Also, dass der so diesen Stempel aufdrückt und wie wir auch weiter im Buch natürlich auch noch das vertiefen, welche genauen Mechanismen, Maßnahmen und was man da alles, was unternommen wurde, damals in der Zeit, um natürlich dann das Deutsche Reich so an die Prinzipien und Konzepte der römisch-katholischen Kirche anzugleichen. Ganz richtig, das hast du sehr gut gesagt.
Das gibt ja im Grunde das wieder, was, hast du das jetzt in dem Outro, von dem Video verarbeitet? Oder was? Oder wo haben wir diesen Spruch nach dem Motto? Oder steht das in dem Intro sogar mit drin? Von La Civiltà Cattolica, ne? Dass Faschismus das Regime ist, Genau, das das steht das am Ende des Intros. am Ende des Intros, ne? Genau. Dass Faschismus ist das Regime, das dem Konzept der römisch-katholischen Kirche am meisten entspricht. Ja, und wir haben ja auch in den Lesungen, die ich inzwischen gemacht habe auf meinem zweiten Kanal, von Griesinger gelehrt, dass damals zum Beispiel die Jesuiten im 16., 17. Jahrhundert eine Theokratie, einen Gottesstaat errichtet hatten, damals in Paraguay, mit den Reduktionen von Paraguay, was im Grunde der Vorläufer war des Kommunismus. Und die Errichtung dieses Gottesstaates, also die Errichtung des Königreiches Gottes auf Erden, um das mit anderen Worten zu sagen, ist der Plan der römisch-katholischen Kirche schon immer gewesen. Mit dem Gott an der Spitze, nicht dem Gott der Bibel, sondern dem Papst, einem Menschen, als Stellvertreter des Königs der Lüfte oder des Prinzen der Lüfte, des Gottes dieser Erde, wie er im Neuen Testament genannt wird, Satan. Das Königreich auf Erden. Jesus Christus hat damals deutlich gesagt: Mein Königreich ist nicht von der Erde, von hier. Wäre mein Königreich von hier, dann würden meine Menschen für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Ja, ich will auch gar nicht zu weit abweichen, aber ich finde, und das ist ein großer Fehler, den ich im Grunde in der englischen Buchlesung damals gemacht habe, ich habe nur das Buch gelesen und ein bisschen kommentiert. Ich bin gar nicht so viel auf biblische Lehre daneben eingegangen und diesen Fehler möchte ich hier heute nicht nochmal machen. Ich finde es eigentlich sehr deutlich, dass wir hier auch ein bisschen über die Bibel sprechen müssen und über biblische Grundsätze. Und wenn ich hier von dem Autor so eine Vorlage bekomme, wenn er hier Adolf Hitler zitiert, durch die Bekämpfung der Juden unterstütze ich die Arbeit des Herrn. Na, also da steht er in krassem Gegensatz zu dem, was Paulus lernt im Brief der Römer und natürlich auch noch an anderen Stellen in der Bibel gelehrt wird. Aber da wird doch deutlich, dass Adolf Hitler ein Katholik war. Er unterstützt die Arbeit des Herrn, ja des Herrn, für den er arbeitet. Und das ist der Herr in Rom und nicht der Herr im Himmel. Ja? Okay. Hier seht ihr ein Bild von Stimmen der Zeit oder Stimmen von Maria Laach, wie das, glaube ich, in einem anderen Zeitpunkt auch noch hieß, in dem Bild hier, in dem Video. Und wir lesen dann jetzt weiter, wo hier steht: Die christliche Reform der Staaten, also das ist dann halt die katholische Reform der Staaten, welche ebenso ein Thema in der berühmten Enzyklika Quadragesimo Anno des letzten Papstes ist, ist nichts anderes als die Schaffung eines faschistischen Ständestaats, in dem weder Juden noch Freimaurer eine Rolle spielen. Unnötig zu erwähnen, sagt der Autor, ist es gleichfalls antiprotestantisch. Und Quadragesimo Anno ist eine Enzyklika vom Papst Pius XI. Über die Rekonstruktion des sozialen Gefüges von 1931, also des letzten Papstes. Das Buch ist ja erschienen 42. Damals war bereits der Papst, wie heißt er wieder hier, Papst Pius XII., ne? Hitlers Genau. Papst, unser Freund Eugenio Pacelli, der zwischen 1917 und 1929 ja Nunzio in Deutschland war. Und er spricht hier von dem letzten Papst, also das war dann Papst Pius XI., der vor Papst Pius XII. War. Die Jesuitenvater Pachter und Muckermann verlautbaren die faschistische Lehre des Narzissmus, bevor man von Hitler jemals gehört hat. Narzissmus ist übersteigerte Selbstliebe. Ein Beispiel dafür ist Luzifer. Der ist der erste Narzisst überhaupt in der Existenz jemals gewesen. Er, als er, wie wir in Jesaja Kapitel 14 zwischen den Versen 12 und 14 nachlesen können, im Himmel rebelliert hat aufgrund seiner Selbstliebe, seines Egoismus. Hier seht ihr ein Bild von der Bulle Quadragesimo Anno. In dem Video hier. Vater Muckermann schrieb über Rasseneugenik und Sterilisation und setzte dies fort, trotz der Verurteilung jener in der Enzyklika Casti Connubii des Antichristen Papst Pius XI. 1930.
Casti Connubii ist eine Enzyklika von Papst Pius XI. Über die christliche Ehe. Und wir lesen hier noch in einer Fußnote über den Narzissmus, oder besser gesagt über den Muckermann, wo er über Rassen und Eugenik geschrieben hat, ebenso eine Rassenforschung und Volk Zukunft, Berlin 1932, in dem er den Wunsch äußert, also Muckermann, dass die Rassenlehre sich in das nationale Bewusstsein drängt, wie eine Religion. So, ich hoffe, diesen Satz habt ihr gut verstanden. Die Rassenlehre muss sich in das nationale Bewusstsein drängen wie eine Religion. Da gibt es doch heute, in 2018, fast zu viele Beispiele für, als dass man das hier erwähnen sollte. Denkt doch mal an diese ganzen, und ich nenne sie also wirklich aus dem Grunde meines Herzens Idioten, Falschlehrer, die versuchen zu erklären, dass die alten Stämme von Israel, die damals vertrieben wurden, wir sprechen über 10 Stämme, weil es waren nur noch Juda und Benjamin zum Schluss über, die wurden ja in syrische Gefangenschaft genommen und wurden von da über die ganze Welt verteilt. Ja, das ist einige hundert Jahre vor Jesus Christus überhaupt auf die Erde kam, passiert. Mehr als 500 Jahre davor. Könnt ihr in der Bibel ja gerne mal nachlesen. Ja? Und da gibt es doch diese Leute, die tatsächlich meinen, dass die ganzen Völker hier in Europa, die Engländer, die Skandinavier, die Deutschen und was weiß ich alles, viele sagen, die Deutschen sind die richtigen Juden oder die Deutschen sind die richtigen das und die Engländer sind die richtigen dies und das und jenes. Dieser ganze Scheiß, diese ganze Lehre, ich sag das wirklich, das bewusst Scheiß, dieser ganze Scheiß, ne? Germanen, das alte Volk Israel, Schwarze, Nordeuropäer und so weiter, das sind alles Beispiele dafür, dass eben diese Rassenforschung in dem die Rassenlehre sich in das nationale Bewusstsein drängt wie eine Religion. Diese Leute, die solche Videos veröffentlichen, ohne das biblisch zu hinterlegen oder hinterlegen zu können, überhaupt, weil die Bibel spricht da nicht drüber, was mit den Völkern passiert ist, diese Leute machen sich das nationale Bewusstsein ihrer Zuschauer zunutze, um dafür zu sorgen, denen auf einmal eine Religion aufzudrücken, die nicht in der Bibel steht. Sondern dass Germanen das alte Volk Israel sind oder dass Schwarze die wirklichen Juden sind. Seht euch mal die Bewegung an, die da in den Vereinigten Staaten von Amerika läuft. Da kann einem nur schlecht von werden. Ja? Forscht das mal selbst ein wenig nach. Deswegen habe ich das hier in einen ganz kurzen Kommentar mit reingearbeitet. Aber das ist nur auf Basis der Publikationen von dem Jesuitenvater Muckermann, der damals schon über Rasseneugenik und Sterilisation sprach. Und die Leute nehmen das heute dankbar auf und machen da Videos von und führen die Leute in die Irre. Jules Michelet, der große französische Historiker mit seinem Werk Histoire de France, also die Geschichte von Frankreich, und der deutsche Historiker Wilhelm Herzog betonen den Fakt, dass diejenigen, welche den Antisemitismus lenkten während der Zeit der Dreyfus-Affäre, abhängig von den Befehlen und darüber hinaus der finanziellen Unterstützung der Jesuiten waren. Die Dreyfus-Affäre, da habe ich hier einen Wikipedia-Link mit beigefügt, aber ich habe diese auch ausführlich behandelt in, ich glaube, 2 oder 3 Sendungen in die verborgene Geschichte der Jesuiten auf Deutsch. Schaut's euch an, dann lernt ihr über die Dreyfus-Affäre. Die Dreyfus-Affäre kommt hier auch später nochmal, ich glaube in Kapitel 2 und wahrscheinlich auch Kapitel 3 nochmal zur Sprache, wo wir da auch nochmal drüber sprechen. Aber die Dreyfus-Affäre war im Grunde nichts anderes als der Beginn des Antisemitismus damals in Frankreich, ja, zum Ende des 19. Jahrhunderts hin. Das war zumindest die Agenda hinter der Dreyfus-Affäre. Gut. Die Croix de Feu und die Parti Français, also das sind 2 politische Parteien hier in Frankreich, sowie die katholische Rexist-Partei in Belgien, da werden wir auch noch drüber sprechen, und auch da habe ich in die verborgene Geschichte der Jesuiten deutlich drüber gesprochen, und über Le Grel, der Führer der Rexist-Partei hier in Belgien war, erhielten ebenfalls Unterstützung, und zwar Unterstützung jeweils von den Jesuiten. Nicht vergessen, wir lesen immer noch über die Jesuiten. Die Libre Parole, eine antisemitische Tageszeitung, wurde durch das Geld der Jesuiten gegründet und die Kasse stets durch sie nachgefüllt. Weil wenn die Jesuiten eins haben, dann sind es volle Kassen, das könnt ihr annehmen. Die antisemitischen Anführer der Dreyfus-Affäre, die eine Verschwörung gegen die Französische Republik war, waren das Ergebnis von Jesuitenschulen oder jesuitischen Beichtvätern. In Frankreich wie anderswo
Antisemitismus und antifreimaurerische Kampagnen nahmen die Gestalt des integrierten Nationalismus an. Sie riefen zur Vertreibung der Juden und Freimaurer auf, samt Umsturz der damaligen Französischen Republik und der Errichtung eines nationalistischen Staates. Henleins Partei in der Tschechoslowakei gleichermaßen predigte die Lehre von Ottmar Spann, der Theoretiker des Ständestaates und ein Schützling der Jesuiten. Ein Ständestaat ist im Grunde nichts anderes als die Feudalherrschaft, nämlich die Herrschaft der sogenannten Noblesse, ja, wie man so schön sagt, Noblesse oblige, ja, also Adel verpflichtet. Ja, und ebenfalls ein Schützling der Jesuiten. Eines der ersten Handlungen von, zwischen Anführungszeichen, Vater und jetzt sogar erhoben zum Monsignor Josef Tiso, Herr Monsignor bedeutet mein Herr, was über dem Vater steht, ein Titel über dem Vater, war die Ernennung zum Nazi-Minister der Slowakei, womit alle Freimaurerlogen vernichtet wurden, in der Slowakei damals. Ja, wir haben Tschechien und wir haben die Slowakei und die Slowakei war damals noch sehr, wie sagt man das so schön, protestantisch. Ja? Hier seht ihr das auch in dem Video eben laufen. Der frühere Name des jesuitischen Magazins Stimmen der Zeit war Stimmen aus Maria Lach. Unter dem Namen Stimmen der Zeit ist dieses jesuitische Magazin erscheint immer noch heute, nachdem es bereits so zwischen Anführungszeichen verboten wurde in 1941. Das ist der Text, der hier durch das Video läuft. Ja? Kann man ja eben nebenbei so erklären. In Mein Kampf wiederholt Adolf Hitler diese Grundsätze der Jesuiten gegen Judentum und Freimaurerei papageienartig. Erinnert ihr euch? Vor ein paar Minuten hat man hier in dem Video gesehen, mal eben sehen, ob ich das Bild nochmal hinkriege. Hier, Hitler. Ja? Hitler der Mann und Hitler der Papagei. Deswegen habe ich das Bild damals in der Lesung hier eingearbeitet. Jetzt bin ich da ja nicht ganz bei, aber wir haben das Bild jetzt hier. In Mein Kampf wiederholt Hitler diese Grundsätze der Jesuiten, die alle hier von Muckermann und all den anderen Menschen geschrieben wurden, gegen das Judentum und die Freimaurerei papageienartig. Dazu müssen wir wissen, und diejenigen, die meine Buchlesung geschaut haben von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, wissen das inzwischen, dass das Buch Mein Kampf in Wirklichkeit geschrieben wurde von dem Jesuitenpater Stempfle. Dieser Stempfle wurde dann später in das KZ von Dachau gebracht, wo er auf einem sogenannten Fluchtversuch 1934 sehr schön passend für die Jesuiten erschossen wurde. Na? Dass er auch ja seine Schnauze hinterher nicht aufmachen kann und dieses Geheimnis rausbringen kann. Aber dass er Mein Kampf geschrieben hat, ist ein offenes Geheimnis für diejenigen, die ihre Nachforschungen selbst anstellen und nicht alles das nachplappern, was ihnen präsentiert wird, wie Hitler das eben auch hier tut. Ja? Hitler, der Papagei. Alles, was Hitler gegen Judentum, Freimaurerei und die Revolution in Deutschland nach dem Krieg sagt, zum Zionismus, was er sagt zu jüdischer Ausbeutung, zu Unanständigkeit und Obszönität in der Literatur, Filmen, Theater und Presse, ihr Part in Organisationen für Lasterhaftigkeit, Prostitution, Menschenhandel und Sklaverei, wurde fast Wort für Wort von den offiziellen Schriften der Jesuiten übernommen. Selbiges, was er über die Freimaurerei schreibt. Über ihre religiöse Toleranz, ihr Bestreben zum Aufbrechen religiöser bzw. rassischer Barrieren sowie die angebliche Untreue gegenüber Deutschland während des Weltkrieges, steht im Einklang mit beiden Lehren der Jesuiten und des Papstes in ihren Enzyklika gegen Freimaurerei. Jesuitenvater Beer, da hatten wir auch gerade eben schon mal ein Bild von ihm gesehen in dem Video hier neben, und in einer Fußnote lesen wir hier, das war in Stimmen der Zeit, da hatte ich ja gerade vorgelesen, was für eine Zeitschrift das ist. Da steht hier zur Erklärung eben nochmal für Vater Beer, Augustin Beer, ein deutscher Jesuit, für diejenigen, die ihn nicht kennen. Das war derjenige, den Alberto Rivera während des Zweiten Vatikanischen Konzils in die geheimen Archive des Vatikans führte, wo Alberto Rivera dann lernte, dass der Vatikan der Gründer des Islam war. Und da habe ich ja verschiedene Videos drüber gemacht, die könnt ihr euch auf meinem Kanal ja gerne mal anschauen. Und hier finden wir jetzt passend ein Bild von Kardinal Augustin Beer, SJ, also Jesuit, ein Deutscher übrigens,
und sehr, sehr hochgestellter Kardinal im Vatikan in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dieser Jesuitenvater Beer schrieb kurz nach der Revolution in Deutschland, schön, dass wir ein Bild hier passend haben zum Zitat, Zitat, die Rolle, die damals viele Juden spielten während der Revolution, die zionistische Bewegung, all das sollte eine Lehrstunde sein für diejenigen, die ihre Religion und Land ernst nehmen und entschieden in die Defensive gehen. Der Anstieg antisemitischer Literatur und Organisationen ist der Beweis, dass die Leute bereit sind für den Kampf gegen das Judentum und damit eben nicht die Bibel zu Rate nehmen und Römer 11, Kapitel 11, wie hier nochmal kurz im Bild, zu Rate nehmen und sich daran halten. Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um die Juden zur Eifersucht zu reizen, sagt der Apostel Paulus. Zurück bis ins Jahr 1911, Vater Overmanns Niederschrift in Stimmen aus Maria Lach. Wir wissen, das ist die Vorgängerzeit der Stimmen der Zeit, die wir hier wieder passend im Bild sehen. Zitat. Es ist unmöglich, den bedrohlichen Einfluss der Juden auf das Ideal, welches wir in unserer Literatur wünschen, zu leugnen. Die Juden machen Gebrauch in ihrem Einflussbereich, um falsche und obszöne Lehren zu verbreiten, die dem Seelenleben schaden. Jeder kann erkennen, dass viele literarische Werke von scheußlichen und weltfremden Ideen inspiriert sind. Die Haken dieser Autoren sind gefüllt mit grundlegenden Vergnügungen im Leben, abscheulicher Sinnesfreudigkeit und purem Naturalismus. Die wirtschaftliche Bedeutung der Juden ist nicht angreifbar, trotz schlimmster Obszönität, Menschenhandel und Sklaverei, Prostitution und aller Art Unsterblichkeitsglaube. Ja, und hier habe ich dann einen kleinen Kommentar geschrieben, den ich mal eben etwas größer mache, um ihn euch vorlesen zu können. Hier müssen wir wieder einmal bedenken, dass die Jesuiten, wie die ganze römisch-katholische Kirche, schon immer andere angeklagt hat, dessen, was sie selbst fabrizieren oder eben auch, wie in diesem Falle, jüdische Frontmänner gebraucht oder gebrauchten, um ihre Ziele zu erreichen. Auf was basiere ich denn diese Aussage? Ich habe in Englischen ein Video gemacht in der Liste Hour of the Truth, in meiner Spielliste Hour of the Truth, It's Simply Amazing. Diejenigen, die Englisch können, sollten sich das unbedingt anschauen. Da wird ganz deutlich angezeigt, wer Hollywood beherrscht, was also die ganzen Filme angeht. Und das ist ja auch hier ein Teil in diesem Kommentar, also in diesem Zitat von Vater Overmans, ne? Schlimmste Obszönität, das hat ja nun damit zu tun, was in Filmen und so gezeigt wird, in Hollywood-Filmen, Spielfilmen, Menschenhandel, Sklaverei, Prostitution, das gibt's alles nur wegen der römisch-katholischen Kirche. Und sie gebraucht immer andere Frontmänner, in diesem Fall oftmals eben auch jüdische Frontmänner, um sich dahinter zu verstecken, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ja? Die römisch-katholische Kirche führt eine Politik und zeigt nach außen hin mit dem Finger auf die Juden und sagt, das ist deren Politik und nicht unsere. Und sie verstecken sich dahinter. Wolltest du etwas sagen, Viktor? Nee, also da hast du auf jeden Fall richtig, auch aus meiner Sicht, das so kommentiert. Es ist natürlich interessant, dass auch noch in dem Aspekt auch erwähnt wird, dass sie wirtschaftlich die Bedeutung der Juden nicht angreifbar ist. Also im Grunde, ja, auch das natürlich so, wer sich ein bisschen besser auskennt, auch durch die Hintertür weiß, dass zum Beispiel, ja, wie du schon auch richtig sagtest, zum Beispiel die, ich weiß nicht, die Rothschilds oder was, die als quasi diese Frontmänner herhalten, in Wirklichkeit den... Ja, die Rothschilds, die Warburgs, die Schiffs, diese ganzen genau, alten Familien. Genau, und den Schatz des Vatikans quasi Das sind die Rothschilds, ja, das kann man in der Enzyklopädie Judaica, kann man das genau, nachlesen online. Genau, richtig. Da habe ich auch Links mit reingemacht, in Herrscher des Bösen unter anderem, wo ich das damals ja auch raus hatte. Das ist auf Seite 160 oder so, glaube ich, von Herrscher des Bösen wird das beschrieben. Damals hat sich Tapasorsi selbst auf die Suche gemacht nach dieser Aussage online in der Enzyklopädie. Und ich habe es ein paar Jahre später mit Tom Fress gemacht, weil ich auch sagte, das ist schön, dass Tapasorsi das hier schreibt, ich will es mit meinen eigenen Augen sehen. Und Tom Fress und ich, wir haben damals, ich glaube, 2 Stunden oder was den Abend, wir kannten doch nicht die Computerfunktion Ctrl F, dass man damit auf einer Seite suchen kann. Schön blöde.
Wir haben die ganzen Seiten über Rothschild in der Enzyklopädie, in der jüdischen Enzyklopädie durchgelaufen, bis wir auf das Zitat gestoßen sind. Und ich kann euch das ja gerne mal eben zeigen. Ich habe ja hier in meinen Bildern, habe ich das ja drin. Da muss ich nur mal eben Rothschild einticken. Und dann kann ich das Foto gleich mal eben, naja, Rothschild, sollte man aber auch richtig schreiben, ne? Manchmal nimmt er hier einen Buchstaben nicht. So, Rothschild, warte mal, da kommt das. Müsste gleich hier mit beikommen. Ne? Warum hat er das denn jetzt nicht hier? Probieren wir es hier mit. Vatican Treasure. Hier ist das Bild, das wollte ich euch zeigen. Das ist ein originales Bild, ausgenommen aus der Webseite von der jüdischen Enzyklopädie. Und da steht hier unten, das habe ich eingefärbt, aber das ist dann nicht mehr, nicht nur so gut sichtbar. Hier ist es jetzt grau hinterlegt. It is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the Rothschilds, that at the present time the latter are the guardians of the papal treasure. Ja? Also hier steht es ganz deutlich mit drin auf dieser Seite in der jüdischen Enzyklopädie, dass die Rothschilds, ja, ganz groß, jetzt kann man das vielleicht auch hier in diesem Video lesen, it is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the Rothschilds that are at the present time the latter are the guardians of the papal treasure. Ja, hier geht es also um einen Artikel, wo man eine Bank gegen die Rothschilds machen wollte und dann sagen sie eben, das ist ja schon komisch, ein merkwürdiger Verfolg, eine merkwürdige Folge, dass man hier versucht, einen katholischen Competitor, was ist denn Competitor, Gegenstreiter, wie ist das deutsche Wort für Competitor? Kommst du da jetzt drauf, Viktor? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, man kann das natürlich als Zusammenhang damit als Wettbewerber, Gegner... Wettbewerber. Ja, genau, Gegner-Wettbewerber, ja. Also, dass man hier einen katholischen Wettbewerber gegen die Rothschilds in Rennen schickt, wobei die Rothschilds doch die Schützer des Vatikanschatzes sind. Das ist also fast schon sarkastisch, dass die jüdische Enzyklopädie das hier vernennt. Also könnt ihr euch ja mal selbst durchlesen. Das kann man sich halt selbst im Internet raussuchen. Ich habe es mir damals selbst rausgesucht, weil ich habe gesagt, Tapper Source kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Ich mache eben meine eigene Untersuchung und ich glaube, die Wahrheit, die ich selber gefunden habe, und die habe ich dann eben halt gefunden. Und das fand ich sehr schön. Und von daher kann ich nur sagen, das ist tatsächlich ein Fall, der so ist. Ja, also da hast du recht, Viktor. Wir müssen eben begreifen, dass die römisch-katholische Kirche alle möglichen und hauptsächlich natürlich gerne jüdische Frontmänner einsetzt, um ihr Ziel zu erreichen und damit ihr Ziel erreicht, aber das eben unerkannt erreicht, weil eben niemand weiß, dass die römisch-katholische Kirche dahinter ist. Ihr kennt ja das Märchen von Rumpelstilzchen, oder? Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass die römisch-katholische Kirche hinter allem steckt und die 1000 Fassaden und Masken gebrauchen. Die 1000 Masken übrigens ist eines der Kapitel. Ich hab's die richtige Seite gleich aufgeschlagen hier. In Code Word Babylon. Unter anderem auf Seite 239 in dem Buch Cold War Babylon von P.D. Stewart heißt es Behind a Thousand Masks, Loyolas Offsprings and Their Agents. Ins Deutsche übersetzt heißt das Hinter 1000 Masken, Loyolas Nachkommen und ihre Agenten. Ja, das ist ein Kapitel in dem Buch Cold War Babylon. Das ist das Kapitel, mal eben gucken, ziemlich lang. Kapitel 23, könnt ihr ja mal nachlesen, von Seite 222 bis irgendwo in die Seite 250 ungefähr rein, also schon ein etwas längeres, 240 rein, etwas längeres Kapitel. Hinter 1000 Masken. Also, das, was ich hier sage, ist nicht nur mal eben so aus dem Daumen gesogen oder so, das ist immer und immer wieder in anderen Büchern und anderen Werken von anderen Menschen bestätigt. Ja? Das sauge ich mir nicht mehr so eben aus dem Daumen. Und wir müssen also, wenn wir das Zitat hier nochmal eben lesen, was wir gerade gelesen haben von dem Vater Overmann, müssen wir dabei bedenken, dass die Jesuiten wie die ganze römische Kirche schon immer andere angeklagt hat, dessen, was sie selbst fabrizieren. Hier klagen sie also die Juden an nach dem Motto,
Schlimmste Obszönität, ja, wer hat denn Hollywood und die ganze Pornoindustrie bitte schön unter Kontrolle? Die römisch-katholische Kirche. Was gibt es schlimmere Obszönitäten als die ganze Pornoindustrie? Menschenhandel. Die Jesuiten waren von Anfang an die Menschenhändler. Die Jesuiten, es waren jesuitische Schiffe, die die Schwarzen von Afrika nach Amerika rübergebracht haben in den Sklavenhandel. Prostitution aller Art, Glücksspiel, all die ganzen Sachen, die man mit der Mafia verbindet. Die Mafia ist auch nur eine Unterorganisation der römisch-katholischen Kirche. Und übrigens ist die Mafia genauso straff organisiert wie die römisch-katholische Kirche. Das muss man sich mal vorstellen. Alle diese Organisationen haben dasselbe hierarchische System, so wie es in der römisch-katholischen Kirche ist, so wie die Jesuiten sind. Und selbst Hitler hat ja gesagt, ich habe noch niemals etwas Grandioseres gesehen als das Organigramm der römisch-katholischen Kirche. Und ich habe viele von deren Organisationen in meine Partei mit eingebaut. Das sind die Worte von Adolf Hitler, sind nicht meine Worte. Könnt ihr gerne nachlesen. Ist ja nicht alles in diesem Buch hier, aber es ist unglaublich wichtig, diese Dinge mal zur Sprache zu bringen. Und heute ist dafür bei diesem Video hier die Gelegenheit. Jetzt wollte ich eigentlich gerne weiterlesen, aber ich weiß nicht, ob du noch eine Bemerkung hast, Viktor, bevor ich jetzt weitergehe in dem Buch? Nee, an der Stelle kannst du gerne fortfahren. Okay. Die Päpste vor Hitler verkündeten all dies mit raueren Worten. Antichrist Papst Pius XII, ja, Eugenio Pacelli, Hitlers Papst, den wir ja inzwischen ganz gut kennen. Wir sehen, das Video muss hier weiterlaufen. Ja, läuft weiter. Der den Jesuitenorden wieder zurück in die katholische Kirche und die europäischen Nationen nach dem Fall Napoleons im Jahre 1814 eingliederte. Achso, Pius VII, Entschuldigung, ach, jetzt habe ich hier verkehrt gelesen hier. Pius VII, der den Jesuiten wieder Orden zurück in die katholische Kirche holte, das war 1814, ja. Nicht Pius XII, Entschuldigung, da war ich eben verkehrt mit der römischen Zahl. Ich habe ein V für ein X gesehen. Also, die Päpste vor Hitler verkündeten all dies mit raueren Worten. Antichrist Papst Pius VII, der den Jesuitenorden wieder zurück in die römisch-katholische Kirche und die europäischen Nationen nach dem Fall Napoleons im Jahr 1814 eingliederte, erließ 1821 eine Bulle gegen Freimaurer. 1821 ist ein ganz wichtiges Jahr, weil wir in der Zeit zwischen 1815 und 1825 in der Zeit von den drei geheimen Konzilen sprechen, nämlich das Konzil von Wien oder der geheime Vertrag von Wien, der geheime Vertrag von Chiri und der geheime Vertrag von Verona. Das fällt in diese Zeitspanne 1821, wo es dann eine Bulle für Freimaurer gibt. Was es mit diesen drei Verträgen auf sich hat, könnt ihr gerne mal nachschauen, da gibt es sehr, sehr wenig Informationen drüber, ist aber furchtbar interessant. Studiert ein wenig die Monroe-Doktrin des amerikanischen Präsidenten Monroe und dann kriegt ihr schon ein bisschen in die Richtung mit. Der Grund dafür ist, dass Freimaurerlogen die Idee der religiösen Toleranz vertreten. Sie nehmen in ihren Orden alle Nationalitäten aus allen gesellschaftlichen Schichten auf und bevorzugen alle Art von Moralvorschriften und Formen der Anbetung. Und da habe ich hier einen Link zugefügt von Wikipedia. Alle Formen der Anbetung, das ist kurz gesagt Deismus. Und das könnt ihr in Wikipedia gerne mal nachlesen, was das ist. Freimaurer sind Deisten. Ja? Das heißt, egal welche Form von Gott, Hauptsache es ist eine Göttlichkeit. Es spielt also keine Rolle, dass es hier der Gott der Bibel sein muss. Ja? Alle Formen der Anbetung, das nennt man Deismus und könnt ihr auf Wikipedia gerne selbst nachlesen. Der Gipfel im Kampf des Vatikans gegen Juden und Freimaurer spiegelt sich in der Enzyklika von Antichrist Papst Pius IX, Pio Nono, der das längste Pontifikat bis heute der römisch-katholischen Kirche über 30 Jahre im 19. Jahrhundert hatte, und Leo XIII, seinem Nachfolger, wieder. Pio Nono oder Pius IX bezeichnet Freimaurerlogen als Synagogen Satans und beschuldigt diese, Kriege und Revolutionen angestiftet zu haben, um Europa in einen Kriegsschauplatz zu verwandeln. Natürlich ist ja auch leicht. Nimm das Scheinwerferlicht von der römisch-katholischen Kirche und den Jesuiten weg und beschuldige hiermit jetzt mal die Freimaurer. Dass die Freimaurer auch unter jesuitischer und damit römisch-katholischer Kontrolle sind, das sagt der Papst natürlich nicht bei. Na? Also eben genau das, was die römisch-katholische Kirche macht, wird hier den von den Jesuiten kontrollierten Freimaurern untergeschoben. Antichristpapst Leo XIII. Beschreibt in seiner Enzyklika Humanum Genus von 1884 die Freimaurerei als, Zitat, Werk des Teufels, Ende Zitat, und als, Zitat, eine unzüchtige Epidemie,
Ende Zitat. Antichrist Papst Leo der 13. beschuldigt die Freimaurerei, sich zum Ziel gesetzt zu haben, die Kirchen, den Staat und das öffentliche Wohlbefinden zu zerstören. Er erklärt, immer noch Papst Leo der 13., warum neben den Hauptursachen Freimaurer und Demokratie verdammt werden sollten, wie folgt. Wer das noch ins Detail lesen will, der muss den Syllabus der Fehler von Syllabus Errorum von Papst Pio IX von 1864 lesen. Aber lesen wir mal eben dieses Zitat hier. Sie lehren, dass alle Männer dieselben Rechte haben und in einem perfekt ausgeglichenen Zustand sind. Ja? Da muss man sich zum Beispiel mal anschauen, die Unabhängigkeitserklärung der USA 1776. Ja? Das ist ja von Freimaurern errichtet, das ist von Illuminaten errichtet. Die Illuminaten ist ja nichts anderes als die Organisation, wohinter sich die Jesuiten in der Zeit ihres Verbotes zwischen 1703 und 1814 versteckt haben. Also schau dir die Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 an und schaue auch die Französische Revolution von 1789 an. Ja? Da wird erklärt, dass alle Männer dieselben Rechte haben und in einem perfekt ausgeglichenen Zustand sind. Das ist aber wieder total etwas anderes, als was in der Bibel steht. Der Gott der Bibel hat uns keine Rechte gegeben. Zeigt mir eine Stelle in der Bibel, wo Gott zu den Menschen sagt, ihr habt die und die und die Rechte. Nein, Gott gibt uns Pflichten auf. Gott gibt uns Gesetze auf, an die wir uns halten müssen. Aber keine Rechte. Ja, ganz großer Unterschied. Also, sie lehren, dass alle Männer dieselben Rechte haben und in einem perfekt ausgeglichenen Zustand sind. Dass jeder Mann von Natur aus frei ist. Die Bibel erklärt, dass jeder Mann von Natur aus ein Sünder ist. Dass keiner das Recht hat, über andere zu herrschen. Das ist die Tyrannei, mit der der Mann zum Gegenstand irgendeiner anderen Autorität gemacht wird, anstatt aus sich selbst hervorzugehen. Folglich meinen sie, dass die Leute der Souverän sind, es kann nur über den Ausschuss und unter Zugeständnissen eine Amtsgewalt ausgeübt werden, um jederzeit aus dem Amt enthoben werden zu können, freiwillig oder unfreiwillig, abhängig von den Wünschen der Leute. Also das, was wir heutzutage im Allgemeinen Demokratie nennen, die wir aber nirgendwo auf dieser Welt wirklich haben. Also liegt der Ursprung aller Rechte und Pflichten bei den Leuten oder dem Staat, welcher nach den neuen Regeln auf Grundlage der Unabhängigkeit regiert wird. Die neuen Regeln, auf die der Papst hier abzielt, das sind die neuen Regeln, die aus der Reformation erwachsen sind, dass die Leute gesagt haben, wir brauchen keinen König in Rom, wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keinen Antichristen, wir machen unsere eigene Regierung. Das ist eine Errungenschaft der Reformation, dass die Menschen sich selbst verwalten und das normalerweise ohne eine Hierarchie machen sollten. Siehe dazu die Schriften von Martin Luther über den deutschen Adel, über den Stand des deutschen Adels christlicher Nation von 1520. Da habe ich auch Videos drüber gemacht, die findet ihr in der Abspielliste Luther 2017. Dann könnt ihr euch damit ein wenig informieren oder darüber ein wenig informieren. Ja? Sie meinen, fährt der Papst fort in seinem Schreiben hier, dass der Staat nicht mit Religion vereint sein muss, richtig, es wird die biblische Regel von Trennung von Staat und Kirche hier aufrechterhalten, das kann die römisch-katholische Kirche natürlich überhaupt nicht leiden, ja, weil die meint natürlich, dass Kirche und Staat zusammen ist und vor allen Dingen eben, dass der Staat ein Diener der Kirche sein muss, das lehrt die römisch-katholische Kirche. Ja? Sie meinen, dass der Staat nicht mit Religion vereint sein muss. Es gibt keinen Grund, wieso eine Religion der anderen vorgezogen werden sollte, denn alle werden gleich wertgeschätzt. Und die römisch-katholische Kirche sagt, es gibt nur eine akzeptierte Religion. Und das ist die Religion der römisch-katholischen Kirche. Er beendet dann seine Enzyklika mit einer Einladung an den katholischen Klerus und die gesamte Laienwelt, die Freimaurer ohne Gnade auszurotten. Und in einer Fußnote lesen wir hier, dass Vater Coughlins Magazin Social Justice vom Oktober 1939 ständig wiederholend in einer Serie von drei Artikeln benannt Freimaurerei in der Machenschaft vom Teufel.
Sie wiederholen die päpstliche Erklärung in der Freimaurerei verbunden wird mit Juden und Kommunisten und nennen es am Ende mit den Worten von Antichristpapst Pius dem IX. Die Synagoge Satans. Ja. All das kam im Plan von Mussolini und Hitler zum Ausdruck. Und all das wurde durch den Nazifaschismus auch in die Tat umgesetzt. Die Umstände haben es erlaubt, einen Schritt weiter als die Päpste zu gehen und die Lehren von Propaganda, Invasion und Krieg in der ganzen Welt in Zähne zu setzen. Die Position der Juden und Freimaurer wurde seit der Französischen Revolution untergraben. Es droht die gesamte Arbeit des politischen und religiösen Friedens als Erbes des Protestantismus zerstört zu werden. Dies dient dem Zweck der römisch-katholischen Kirche und der Gesellschaft Jesu, die zur Vernichtung der Reformationsbewegung gegründet wurde. Siehe ihr Eid, siehe die Monita Secreta, siehe ihre Konstitution und ihre verborgenen Moralgesetze. Für beide, römischer Katholizismus auf der einen und Nazifaschismus auf der anderen Seite, gelten die Ideen der Reformation und auch der Französischen Revolution als Hauptquelle des Übels unserer Zeit. Und wie gesagt, die Französische Revolution wurde eben auch durchgezogen von den Jesuiten unter der Ägide, dass es die Illuminaten waren. Immer beide Seiten kontrollieren, vergesst das nicht. Um dann durch den Hegelschen, Dialektus oder wie heißt das da? Hilf mir mal eben. Victor. Dialektik oder sowas? Ja, Hegelsche Dialektik, danke. Genau, Hegelsche Dialektik. Von Theses, Antithesis und dann kommen wir zur Synthese. Ja? Also, wir haben eine These auf der einen, wir haben eine Synthese, Antithese auf der anderen und wir schmeißen die beiden zusammen. Dann gibt es eine ganze Menge Chaos und aus dem Chaos kommt eine neue Ordnung und das ist die Synthese. Und diese Synthese wird dann die neue These, dann kommt wieder eine Antithese, dann kommt wieder dasselbe Chaos und aus diesem Chaos kommt eine neue Synthese und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hegelsche Dialektik. Ja, genau das. Genau dies dient dem Zweck der römischen Kirche und der Gesellschaft Jesu, die zur Vernichtung der Reformationsbewegung gegründet wurden. Sowohl der Katholizismus als auch der Nazifaschismus gelten die Ideen der Reformation und der Französischen Revolution als Hauptquelle des Übels unserer Zeit. Übel, die sie bis zu ihrer Herkunft verfolgen. Zu Rousseau, Calvin, Luther, John Huss und Wycliffe. Nach Paris, da kommt Rousseau her, Genf, da arbeitete Calvin, Wittenberg, da lebte Luther, Prag, da wirkte und arbeitete John Huss und John Wycliffe in London. All das ist nochmal nachzulesen in den Protokollen der Weisen von Zion. Eine Untersuchung zu diesem Thema, das wird interessant, wird dem nächsten Kapitel gewidmet, in dem endgültig aufgezeigt wird, dass diese berüchtigte Fälschung der Protokollen der Weisen von Zion die Arbeit von niemand anderen als den Jüngern von Ignatius von Loyola war. So, und damit kommen wir heute ziemlich rechtzeitig nach etwas über einer Stunde zum Ende der Lesung des ersten Kapitels hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, mit dem Titel Jesuiten, Juden und Freimaurer und ich hoffe, dass ihr eine tiefere Einsicht in die Zusammenhänge zwischen diesen drei Gruppen bekommen habt und ich werde jetzt eben auch dieselbe Frage nochmal eben an Victor stellen, der noch kurz einen abschließenden Kommentar gibt, bevor ich dann das Video zum Schluss bringe. Bitte Victor, deine abschließenden Gedanken oder Fragen bitte. Ja, vielen Dank. Also und zwar für mich hat sich auf jeden Fall schon jetzt im ersten Kapitel schon so ein bisschen rauskristallisiert oder auch vielleicht für die anderen, die natürlich mit vielen auch natürlich geschichtlichen Fakten jetzt so noch nicht konfrontiert wurden, weil mir hat man in der Schule davon auch nichts erzählt, beziehungsweise überhaupt allgemein auch, wie du auch schon mal sagtest, in der Inquisitionszeit, dass dort Hexen und Ketzer verfolgt wurden, wobei das natürlich nicht der Fall war. Und ich denke hier... Doch, das war schon der Fall. Ne? Die Frage ist, was haben sie als Hexer und als Heretiker deklariert? Ne? Wie legt man das aus? Richtig, genau.
Auf jeden Fall finde ich, dass man schon so diesen Eisberg erkennt oder dass dieses Dritte Reich auch so eine Art Eisberg bildet, der nur sichtbar ist und man das natürlich irgendwie heute so darstellt, als wären das ja so Tyrannen, irgendwelche Einzelgänger gewesen, die von Macht besessen waren und ja, ganzen Staat, ein ganzes Volk hinter sich gebracht hat, so mehr oder weniger und diesen Antisemitismus und die Judenverfolgung natürlich dann hochgefahren hat. Wo man jetzt aber sieht, dass natürlich unter dem, also die nicht sichtbare Spitze, also die unter der sichtbaren Spitze vom Eisberg sich da natürlich ein ganz anderes Szenario sich aber abgespielt hat. Und ich denke, dass der Autor das in diesem Kapitel auch ganz gut, ja, doch so umrissen hat. Ja, das finde ich auch. Ich fand das erste Kapitel sehr informativ und vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe im Englischen damals 35 Minuten gebraucht, um das Kapitel einzulesen und hier haben wir jetzt knapp 2,5 Stunden nötig gehabt und ich finde davon keine einzige verschwendete Minute soweit. Nee, das stimmt. Also wir hatten, glaube ich, sogar auch noch eine Fußnote, glaube ich, gar nicht so weit thematisiert. Das war, glaube ich, am Ende von Seite 8. Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, da würde sich sicherlich auch noch viel, ja, sich eine eigene Lesung für anbieten. Würde sich, oder hast du, glaube ich, auch schon mal in anderen Lesungen bist du da, glaube ich, auch schon mal drauf Am eingegangen. Ende von Seite 8, das ist über das Jesuitenmagazin von, Genau, das. da geht es über Augustin Beer, der über Alberto Rivera war. Das habe ich vorhin erwähnt. Ach, das hast du erwähnt, dass Ja, das das habe ich in. erwähnt, ja. Also, okay, alles klar. Nee, gut, dann ist Ja. das auch in Ordnung. Okay, kann ja passieren, ja. Ja, Ich habe so viel dann habe ich gesagt, da das. kann man ja mal Ja, zwei genau. Worte missen oder eben Es sind auch überhören. immer wirklich viele Informationen auch in diesen kurzen Absätzen drin, dass man manchmal auch wirklich ja, die Zeit sich nehmen sollte, vielleicht das noch ein zweites Mal zu lesen. Naja, schau, ich kann dazu sagen, ich habe das Buch damals in Englisch gelesen. Ich habe das erste Kapitel, was du übersetzt hast, jetzt glaube ich heute zum dritten oder zum vierten Mal durchgelesen. Und du hast ja selbst gesehen, welche Kommentare ich vorbereitet habe. Du hast das PDF ja vor dir liegen. Und du hast ja gesehen, was ich heute alles an Kommentaren gebracht habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dieses Papier lese, dann komme ich auch mit neuen Ideen oder neuen Kommentaren raus, die ich da vorher noch gar nicht hatte. Das ist wie wenn man die Bibel liest, dass man immer eine bessere Erkenntnis kriegt von solchen Dingen, je öfter man die Dinge liest. Ich glaube, wenn ich morgen eine Sendung machen würde, mit der ich das von heute aufgenommene nochmal bringen würde, dann würde ich wieder eine ganze Menge neue Kommentare bringen. Verstehst du? Und das ist im Grunde das Schöne an dieser Sache. Ja, also das finde ich auch. Man könnte sich ja wahrscheinlich jedes Mal oder wenn man sich dieses Kapitel vielleicht noch mal in einem halben Jahr oder im Jahr oder irgendwann zu einer späteren Zeitpunkt auch noch mal sich zu Gemüte führt, dann wird man an der einen oder anderen Stelle auch noch mal Verknüpfungen und dann auch Zusammenhänge, ja, sage ich mal, dann sehen, die vielleicht vorher auch noch nicht vorhanden waren. Ja, und vor allen Dingen erkennt man die Zusammenhänge immer mehr, je mehr Bücher man in diesem selben Themabereich liest. Ich habe ja inzwischen nicht nur Herrscher des Bösen gelesen, also Rulers of Evil, sondern auch Alle Wege führen nach Rom, hinter den Diktatoren in Englisch. Ich lese das Buch von Griesinger im Augenblick. Ich habe Babylon Mystery Religion gelesen und eine ganze Menge von diesen Büchern. Und je mehr Bücher man mit diesem Thema liest, desto mehr man eigentlich auch zu einem Verständnis kommt, dass man wirklich die Punkte miteinander verbinden kann, wie ich im Englischen immer so schön sage, connecting the dots, und zwischen den Zeilen lesen kann. Und zwischen den Zeilen der einzelnen Bücher auf einmal Wahrheiten entdeckt, die einem vorher noch gar nicht aufgegangen sind. Und von daher ist das so, wie du ganz richtig sagst. Stell dir vor, du liest dieses erste Kapitel jetzt in einem halben Jahr nochmal, aber zwischen heute und dem halben Jahr, wo du es nochmal liest, hast du ein paar andere Dinge noch gelesen. Und auf einmal liest du das, was du heute gelesen hast, in einem halben Jahr mit einer anderen Erkenntnis, als du es heute gelesen hast. Und das ist im Grunde das Schöne. Das ist die Art Vorausgang, die wir machen. Das ist das Lernen, was wir haben. Und das ist das, was leider das ist, was die Jesuiten nicht wollen, weil wir basieren unser Lernen auf der Wahrheit von der Bibel. Und das ist eben der Unterschied mit der gnostischen Medici-Lernmethode, die die Jesuiten uns anlernen. Alles außer der Bibel. Und wir sagen nur die Bibel und alles andere viel weniger. Und alles basierend auf der Bibel. Und wenn man dieses Buch liest, Hinter den Diktatoren, dann wird einem ziemlich schnell deutlich, wie diese ganze Lehre in der Welt genau das Gegenteil ist von dem, was die Bibel lehrt. Dafür muss man natürlich auch ein bisschen bibelfest sein und dann erkennt man das. Und dann erkennt man auch die ganzen Lügen, mit denen wir in dieser Welt konfrontiert sind. Hast du noch einen abschließenden Gedanken oder soll ich das hiermit zum Ende bringen für uns heute? Also von meiner Seite
bin ich soweit sehr zufrieden. War eine sehr schöne Lesung bisher und ja, würde mich auf jeden Fall wieder freuen. Bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss. Macht's gut. Ja, schön, Viktor. Dankeschön, dass du dabei warst und wir werden uns sicher wiedersehen, wenn wir das zweite Kapitel lesen. Habe ich ja heute schon mal durchgearbeitet. Ich hatte es dir vorhin zugeschickt und meine Verbesserungen da eingearbeitet. Du wirst da auch noch ein paar Verbesserungen dran vornehmen und dann ist das zweite Kapitel fertig und dann können wir in Kürze uns hinsetzen über Skype und dann das zweite Kapitel lesen und besprechen zusammen. Wofür ich dir nochmal danke, einerseits für deine Übersetzungsarbeit und andererseits dafür, dass du mich auch bei der Lesung hier begleitet hast. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen das hier zu lesen und das Buch zu analysieren und das Ganze jetzt mal in Deutsch zu machen, anstatt nur in Englisch, wie ich es vorher gemacht habe. Und für die Zuschauer, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und für eure aufrichtigen Kommentare. Für die anderen Kommentare bedanke ich mich nämlich nicht. Aber für die aufrichtigen Kommentare und die aufrichtigen, wirklich und ernst seriös gemeinten Fragen, die da eventuell noch sein können, für die bedanke ich mich auch. Und die werde ich immer versuchen zu beantworten. Ja? Also, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und denkt dran, meine Arbeit ist urheberrechtsfrei und kann überall auf allen sozialen Netzwerken, auf allen Videoplattformen, überall auf der Welt geteilt werden. Verbreitet diese Kenntnis dieses Videos und dieses Buches, des PDFs. Der Link für das PDF, wo das veröffentlicht ist im Internet, ist ja in der Beschreibungsbox des Videos mit bei. Verbreitet es, soweit ihr könnt, bei Freunden, Bekannten, Familie, Brüdern und Schwestern in Kirchen, überall, dass alle Leute zu der Erkenntnis der Wahrheit, unter anderem auch dieses Buches Hinter den Diktaturen von Leo Herbert Lehman aus dem 20. Jahrhundert kommen können. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Maranatha.